Möge Allah uns standhaft machen. Bis heute versuche ich standhaft zu sein. Also es ist so, dass ich mit 13 angefangen habe zu beten, aber weil mir der Rückhalt gefehlt hat. Wir kamen aus dem Libanon und ihr solltet wissen, die Zustände in Libanon waren sehr schlecht gewesen und es gab da einen Bürgerkrieg und die Leute waren nur damit beschäftigt, ihr Leben zu retten. Und in der damaligen Zeit war die Religion sehr schwach gewesen unter den Leuten. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah macht nichts außer mit seiner Weisheit. Durch den Krieg sind viele Leute gläubig geworden. Und so ist das die Sunna von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er manchmal ein Unglück über ein Volk herabsendet, damit sie sich ändern. La'allahum yarji'un, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. Ich hatte keinen Rückhalt gehabt und habe dann überlegt, wie machst du das? Ich hatte nicht mal jemanden, der mir das Beten beibringt. So schlimm war die Situation. Und subhanallah, dann habe ich einen kennengelernt, der hat gebetet, aber der ist einer von der übelsten Richtung, möge Allah uns bewahren. Und Alhamdulillah, Allah hat mich irgendwann getrennt von ihm. Und so bin ich so geschlendert durch die Jahre, bis ich mir irgendwann gesagt habe, du musst richtig deine Religion lernen, denn das war ein übler Zustand, dass du nicht weißt, was du machst. Dass du nicht weißt, wie du Allah richtig anbeten sollst. Dass du nicht weißt, wenn du dieses oder jenes machst, ob Allah damit zufrieden ist oder nicht. Ob du wirklich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf diese Art und Weise folgst oder nicht. Und das hat mich dann später dazu motiviert, alhamdulillah, dass ich meine Religion lerne. Möge Allah uns und euch alle recht leiten. Allahumma amin. Ya dhakiran al-ashab, kum mutaaddiban.